Okay, okay. Das heißt, gib mir noch mal ein Kittenhemd, wenn noch ein Star ist. Am Schild wird sicher nicht liegen. Nein. Den Abwehrarm schien auch nicht. Ah, am Schutzumhang. Ja, das Kettenhemd, das können wir vergessen. Es wäre billiger, das Zeug alles einfach so zu identifizieren. Das war Schnellschussarmbrust, ja. Der Behälter ist schon voll. Ja, der Behälter ist voll. Okay. Und jetzt haben wir wahrscheinlich kaum noch Ladungen. Draufflegel. Den kannst du nicht benutzen. Du kannst ihn jedoch benutzen. Im Augenblick hast du einen ziemlich guten ETW eigentlich. Nämlich einen von 1. Der Flegel macht 1W6 plus 4 Schaden. Da sind die Waffen allerdings besser. Da ich eh nicht auf einen ETW von 0 kommen kann. Die Schilde würde ich gerne noch identifizieren. Alles andere ist nicht so wichtig. Weil gerade für Eri ein besseres Schild gerade und für Yahira ein besseres Schild gerade wäre nicht verkehrt. Und natürlich Punkanische. Also Fetanische. Weil die kann ich leider nicht so identifizieren. Natürlich. Also bleiben mir nicht viele Möglichkeiten. Ich muss zum Händler zurück. Baldurans Punkhandisch, den will ich nicht verkaufen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen drauf zahlen. Allerdings hätte ich gerne drei Felder. Den Kettenhemd nicht unbedingt, aber drei Feldharnische und die zwei mittleren Schilde hätte ich gern identifiziert. Dankeschön. So, ein besserer Harnisch für Keldon. Bringen die eigentlich noch irgendwas Besonderes? Nö. Dwau-Schild. Ach ja, hier steht es übrigens. Der Gegenstand ist wie die meisten Ausrüstungsgegenstände der Dwarf aus einer Adamantit-Legierung hergestellt. Daher zerfällt er zu Staub, wenn man ihn aus dem Unterreich ins Sonnenlicht bringt. Steht übrigens auch bei diesen Sachen. Ja. Ach, sie ist zu schwach. Okay. Das erklärt's.
Warum ist sie jetzt auf einmal so überladen? Ja, so ist das besser. Mitz braucht noch seinen Harnisch. Und alle anderen sind gut ausgerüstet jetzt. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Außerdem brauche ich nochmal einen Freiheitsspruch. Dankeschön. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Tschüss, von dir will ich nichts. Ah ja, doch, hier bin ich hochgegangen und den Dwarf begegnet. Was stand eigentlich im Tagebuch? Ein eingekerkerter Magier. Der Bürger meint, dass sich das in einer Höhle nördlich von seinem Standort zugetragen hat. Ein Zauber in den Höhlen des Unterreichs eingesetzt, würde diesen Magier sicher befreien. Ich tue. Oh, fein! Los, Spuck ist verstanden. Ich warte auf euren Befehl. Ja, meinen Freunden werdet ihr nicht. Talisa, hör auf, Eri zu schlagen. Habt ihr einen Plan? Kaldorn, bring sie wieder zur Vernunft. Okay, das war zu spät. Naja, aber wir sind jetzt über dem einen Portal. Bringt uns nichts. Wir könnten halt die Portale nutzen, um bis zur Vergasung zu leveln, aber für Power Gaming halte ich nicht so viel. Oh, noch mehr Türker. Nein, das sind, glaube ich, keine Türker. Ich warte. Was möchtest du? Ja? Odo, Ott, bla, 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 bla. Ja, es sind Tiefengnome. Okay, das sind also keine Bürger, das sind Tiefengnome. Die einzigen freundlichen Leute hier unten. Tut mir leid, aber ich verstehe überhaupt nichts. Ihr dort drüben, bleibt stehen und identifiziert euch und eure Bestimmung. Talisa, und ich bin nicht hier, um Ärger anzuzetteln. Ich komme im Frieden, wie man sagt. Es gibt keinen Grund, dass ihr einen so feindseligen Tod anschlagt. Vielleicht können wir ein wenig handeln. Wer ich bin, geht euch nichts an. Lasst mich vorbei. Meine Bestimmung? Meine Bestimmung ist es, mich von kleinen Quäkgeister für euch zu befreien. Nehmen wir das erste. Ihr seid kein Bewohner dieses Ortes. Fremde von oben etwa? Herkommen solltet ihr nicht, doch nützlich könntet ihr sein. Ihr dürft eintreten, aber seid von bestem Benehmen. Geht und sprecht zum Fürsten unseres schönen Granitheims. Er wird für euer Wohlbefinden sorgen. Ja, erzählt mir mehr davon. Wir haben die Tiefengnomen stattgefunden. Tiefengnome sind eigentlich nette Gesellen. Gott sei Dank. Außer man kommt ihnen dumm, dann zerquetschen sie einen unter Stein und Morast. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten.
Nur leider bauen Tiefengnome ihre Städte wie Labyrinthe. Was sehr verständlich ist, wenn man die anderen Mitbewohner in Betracht zieht, die hier so leben. Also ja, ich meine, bei solchen Nachbarn möchte man lieber nicht. Zu offen leben. Ein Dwolangschwert. Ja, würde Kedon Langschwert. Wow. Ja. Kein Kommentar dazu, dass Kedon einen negativen ETW hat, von dem ich nicht mal wusste, dass er geht. Heilige Scheiße. Ja, ich hatte dieses Schwert halt nie als Ausrüstungsgegenstand. Ich habe es damals in der Paladin-Quest abgeben müssen. Ja, und Tiefengnome, also Swiffelbins, haben auch eine sehr interessante Namenswahl. Hm? Ja? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, mich interessiert, dass ihr was ihr zu verkaufen habt. Der Laden ist heute geschlossen, Außenwelt. Ich muss noch meinem Kind suchen, bevor ich auch nur einen einzigen Stein verkaufe. Badland Daggerfold muss gefunden werden. Euer Kind wird vermisst, vielleicht kann ich helfen. Gibt es eine Belohnung für seine Rückkehr? Wollt ihr mich auch ins Verderben stürzen? Ich brauche Vorräte, um überleben zu können. Niemand wird ihn finden, der nicht ausgerüstet ist. Nehmen wir die 1. Ich erwarte keine Hilfe von außerhalb der Granitheime. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es verrät nichts über eure wahren Motive. Ach, Serien hilft auch nichts. Hier lasst uns endlich diese verfließenden Geschäfte machen. Ich habe keine Zeit. Danke, ich werde nach eurem Kind suchen, wer ich kann. Ja, er verkauft wieder Standardzeug. Er ist auch ein bisschen großzügiger, was das Geld angeht. Also keine solchen Halsabschneider wie die Dürger. Deswegen können wir bei ihm bestimmte Sachen sicherlich teurer loswerden. Ja, aber erstmal nur die zwei Sachen. Hier ist auch noch ein Dürger. Ein Tiefengnome ist riesig, doch schon durcheinander. Tiefengnome sind übrigens. Halte die Augen auf. Ziemlich natürliche Erdformer. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ah, Besucher in unserer schönen Stadt. Selten genug und noch dazu von der Oberwelt, so wie ihr aussieht. Mhm. Kommt, ich möchte mit euch reden, wenn ihr bereit seid zuzuhören. Sprecht und ich werde zuhören, doch ich bin nicht sicher, was ich für euch tun kann. Schon wieder eine Gruppe Schwächlinge aus den hintersten Tunneln, die meine Hilfe braucht. Welche Überraschung. Ich bin bereit zuzuhören, solange ihr das Gold sprechen lasst. Nein, ich werde gegen Worte handeln. Ich brauche Informationen über ein paar Flüchtige, die ich verfolge. Nehmen wir die 1. Es ist eine Angelegenheit, die ich vorzugsweise einem Außenseiter anvertraue. Zu viel Blut der Swiffner-Pli wurde darüber schon vergossen. Ich werde zuerst die Einzelheiten der Aufgabe mitteilen und ihr könnt entscheiden, ob ihr annehmt. Ich bringe nur den Stein ins Rollen. Wenn ihr uns braucht, werden wir helfen. Etwas anderes könnte ich gar nicht tun. Wie ihr sehen könnt, ist unser Granitheimatdorf ziemlich leer. Ich habe die Mehrheit in tiefer liegende Gebiete weit weg von hier geschickt. Es war nicht länger sicher und es ist unser eigener Fehler gewesen.
Wir haben kürzlich zu tiefe Tunnel gegraben und eine Monstrosität freigelegt. Eine seltsame, todbringende Höhle. Ein Ungeheuer, das wir noch nicht außerhalb unserer Träume gesehen haben. Der Dienst, um den ich euch bitte, ist einfach zu erklären, aber schwer in die Tat umzusetzen. Ich bitte euch darum, dass die Bestie getötet und der Tunnel verschlossen wird.